Hallo ihr Kryptorianer, hier ist euer Oliver von der Wesley Cryptovision. Heute mit dem Thema Hinman-Kalender. Los geht's. Und bevor ich das mache, klack. Wer es nicht kennt, könnt ihr mal raten in der Kommentarleiste. So, jetzt, was ist passiert? Eleanor Terret, eine Fox Business Reporterin, hat den Hinman Kalender bekommen während seiner kompletten Amtszeit bei der SEC. Ich gehe jetzt nicht nochmal drauf ein, wer Bill Hinman ist. Wenn ihr da mehr Interesse habt, dann geht mal in die Playlist hier, SEC vs. Ripple. Gehen wir mal rein. Und hier sehen wir schon die erste Seite vom Twitter-Account von John E. Deaton, der mittlerweile 74.000 XRP-Halter in einer Nebenklage vertritt. So, los geht's. Die Fakten und sie sind unbestritten. Und dann gehen wir einfach im Kalender mal durch. Er listet es sehr schön auf, wann welche Gespräche stattgefunden haben, was so passiert war. Wir überreißen es jetzt ganz schnell. Das meiste habt ihr wahrscheinlich schon gehört, aber die es noch nicht gesehen haben und gehört haben, mal rein. Ich werde dann auch gleichzeitig noch ein paar Worte dazu sagen, damit man das wieder in diesen Zusammenhang bekommt. So, am 23. März 2017 hat sich Jay Clayton, der ehemalige Direktor der SEC, einverstanden erklärt, sich vor einer Abstimmung über Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Mandanten seiner Anwaltskanzlei zurückzuziehen. Und am 30. November 2017 haben dann Lubin und Consensus das Brooklyn-Projekt angekündigt. John E. Deaton führt weiter vor, am 13. Dezember 2017 hat Bill Hinman ein Treffen mit Joe Lubin und Consensus und Anwälten von Sullivan & Cromwell, also sprich Claytons Anwaltskanzlei. Und am 14. Dezember hat sich Matt Corver von Consensus zusammen mit Anwälten von Sullivan und Cromwell erklärt, dass sie eine Allianz mit der SEC aufbauen möchten. Eine Allianz. Dann ging es weiter im Februar. Clayton trifft sich mit Andreessen und Horowitz. Das sind beides Investoren im Fintech- und Blockchain-Bereich. Milliardenschwer. Und das waren auch zwei Herrschaften, die anfangs mit bei Ethereum richtig Millionen von Dollar reingesteckt haben. Also Clayton trifft sich mit den beiden und weist sie an, eine Gruppe zusammenzustellen und ein Memo zu schreiben. Perkins Coie, ein Mitglied des EWR, ich habe jetzt nicht herausgefunden, was EWR ist, aber Mr. Coie, wahrscheinlich Fisch, ist ein Gründungsmitglied von Consensus, also ein Partner von Joe Lubin. Perkins Coie leitet eben diese Gruppe von Ether-Investoren. Und am März geht es dann weiter, dass Brett Garlinghouse öffentlich darüber spricht, dass Ripple mit seinem XRP-Coin Swift ersetzen möchte. So, am 28. März 2018 treffen sich diese Ether-Investoren heimlich mit Bill Hinman und bitten die SEC um einen regulatorischen Freifahrtschein. Also nicht mal drei Monate schon vor der Speech war schon ganz klar geäußert, hey Bill, wir wollen einen Freifahrtschein. Wir möchten regulatorische Klarheit für unseren Ethereum-Coin. Dann geht es weiter im April. Dieses Treffen ist durchgesickert und da hat so ein Kolumnist darüber geschrieben und dann wurde noch versucht, eben Einfluss zu nehmen auf diesen Artikel, dass das durchgesickert ist. Und dann hat man in einer Fernsehshow von Liz Claman, also von, von Liz Claman und ich glaube, heißt Charlie, ja, Charlie Gasparino, ist dann darüber berichtet worden, über dieses heimliche Treffen. Ja. Peinlich, wenn es halt rauskommt. Auch im April 2018 hat dann bereits Gary Gensler das erste Mal kommentiert, dass Krypto, also auch Ripple und Ethereum, regulatorische Klarheit brauchen. Gary Gensler argumentiert ja, dass es nicht dezentral ist. Solange man eine zentralisierte
Führungsebene, Programmierebene, Geschäftsführer etc., dann kann es nicht dezentral sein. Seine Sicht der Dinge, deswegen geht er auch so harsch und ein bisschen dumm, meiner Meinung nach, weil das ist dezentral, die Blockchains sind dezentral und die Coins sind keine Securities, das wissen wir alle, aber er geht nun mal mit dieser Argumentation dagegen vor, eben jetzt auch Ethereum, nach dem Merge noch mehr Begründung nach seiner Denke. So, und dann hat sich eben Ende April nochmal die SEC mit Lubin und Konsensusvertretern getroffen. Ja, dann ist wieder ein bisschen hin und her gegangen und weißt du, Michael Novogratz, ein enger Freund von Lubin, sagt im Juni 2018, also 9 Tage vor dieser Hinman Speech, dass er alles darauf wetten wird, dass die SEC dem Ether Coin regulatorische Klarheit geben wird. Naja, 9 Tage vorher. So, im Juni 2018, 6 Tage vor der Rede, trifft sich Consensus erneut mit der SEC und Lubin sagt, dass der Markt die SEC braucht, um bestimmte Projekte abzuschrecken. Jetzt geht Schleimen los, Freunde. Am 13. Juni 2018, also ein Tag vor der Hinman Speech, ist in der SEC eine Mail kursiert, in der XRP analysiert worden ist. Und wir wissen immer noch nicht, das ist eine der wichtigsten Mails, auf die wir warten, dass die Profis bei der SEC gar nicht schlüssig sagen konnten, ob XRP nun gleichzustellen ist mit Ethereum. Denn wir haben auch im Nachhinein, lange nach der Rede, wurden auch Aussagen ganz klar von der SEC-Mitarbeitern eben geäußert, dass ja der XRP-Coin und das System des XRP-Ledger weitaus dezentraler ist als Ethereum. Was soll ich sagen? So, dann kam eben die Hinman-Rede. So, und dann natürlich noch ein paar so Aussagen von Joe Lubin, der zum Beispiel sagt, dass XRP und Ripple massiv überbewertet sei. Lubin sagt ja, er habe einen Großteil der juristischen Arbeit getan. Er gibt auch zu, dass er schon ein Stück Papier in der Tasche hatte, bevor überhaupt der Tokenverkauf gestartet ist. Ja, und natürlich lobt er die SEC und boah. Leute, schaut euch den Typ an, ja, ich kann den nicht mal anschauen, das ist, ja, was soll ich sagen? Es gibt so Menschen, da sagt mein Bauch, ey, Vorsicht, der ist nicht koscher. Ja, okay, das mal zusammengefasst, ganz schnell. Wir haben immer wieder theoretisch darüber gesprochen, theoretisch spekuliert, die Fakten zusammengetragen und jetzt durch die Kalendereinträge und das, was wir schon vorher wissen, in Verbindung. Das ist hochkriminell, was da passiert ist, meiner Meinung nach. Bill Hinman trifft sich einmal mit Ripple und trifft sich 7-mal, nicht nur 7-mal mit Lubin und Ether und Consensus, mit diesen Personen, die da eben zusammen sind. Und Ethereum und Consensus die gleichen Führungspersonen haben. Nein, der trifft sich sogar doch 3-mal mit seinem ehemaligen Arbeitgeber, was ihm strikt untersagt worden ist. Von seinem eigenen Ethikbüro. Korruption. Ich kann es nicht anders nennen, was da passiert ist. So, weiter im Text. Was folgt daraus? Gary Gensler, der Erbe von Jay Clayton, da haben sie natürlich jetzt genau den richtigen dann in die SEC reingesetzt, der sowieso schon vorher immer dafür war, dass das starke Regulation braucht. Gary Gensler ist ein Bankenkind. Der hat wie lange bei Goldman gearbeitet? Keine Ahnung, 10 Jahre, 20 Jahre? Natürlich ist er kluger Kopf und hat studiert alles, ja. Der hat eine Professur am MIT. Ganz klar. Aber es ist halt das eine, die Technik zu erklären und zu lehren und auf der anderen Seite zu sagen, ich verteufel das einfach, weil es einfach meinem Naturell widerspricht oder dem, was ich will oder glaube. Das ist das eine. Also, Gary Gensler führt diese Klage weiter fort, aber Gary Gensler mit
mit diesen Kalendereinträgen sieht sich jetzt einer für mich 99%igen Wahrscheinlichkeit gegenüber. Und zwar, er ist nicht das Gesetz. Und jetzt mal ganz schnell Judge Dredd. Mama is not the law. I am the law. You're not the law. I am the law. Moin. Die Judges sind das Gesetz. Der Kongress ist das Gesetz. Und wenn wir das jetzt mal zusammenführen und wir in der XRP-Armee, und ich sage das jetzt ganz ehrlich, ich finde diese Kalendereinträge sensationell. Denn es geht nicht nur darum, ob Hinman jetzt angeklagt wird oder nicht. Ich habe noch keine Stimme gehört, die nach Klage ruft, außer XRP-Armee auf Twitter. Aber was bedeutet denn das letzten Endes für uns alle? So wie sich Vorstandsmitglieder in einem Großunternehmen unterhalten oder wie sich Zahnärzte miteinander austauschen über Technologien, unterhalten sich Richter über anhängige Gerichtsverfahren. Und dieser Mr. Barbadino, der Richter, der über Library urteilt, und auch Richterin Torres, die wissen das. Die haben das mitgekriegt. Die sehen jetzt offen die Korruption. Wir haben das Urteil von Richterin Ned Burney, die sagt, die SEC verhält sich heuchlerisch. Das weiß Torres. Und wir werden die Hinmails nicht zu sehen bekommen. Die SEC wird wohl verknackt werden, dass sie es rausrücken muss. Aber dann geht es halt zum Second Circuit. Muss die Richterin Torres verifizieren, nach den Kalendereinträgen. Schwer zu glauben. Und somit ist die SEC dann eben doch gezwungen zu settlen. Okay. Denn irgendwann kommt die Wahrheit komplett raus. Die Wahrheit stirbt nie. Wir sehen es jetzt an diesen Kalendereinträgen. Und irgendwann kommt für jeden Judgment Time. Judgment Time. Ich finde das klasse. So, und dann werden wir regulatorische Klarheit haben. XRP bekommt jetzt Ethereum noch ein Problem. Durch die SEC, ich glaube ehrlich gesagt mittlerweile nicht mehr. Denn der Kongress wird jetzt entscheiden, ob die SEC regulatorische Oberhand bekommt oder die CFTC. Der Kongress weiß auch um die Kalendereinträge. Es gibt doch eine Regulierungsbehörde, die so korrupt ist und heuchlerisch und dieses Verfahren so in die Länge zieht und nach dem Auftritt von Gary Gensler vor dem Kongress schon mal gleich gar nicht, der noch nicht einen Deut getan hat für regulatorische Klarheit in der Kryptoindustrie, während die CFTC bereits schon zwei Vorschläge eingereicht hat. Gut, da geht es jetzt erstmal um Stablecoins, aber das sind Dinge, die halt dann die CFTC macht und die SEC nicht. Okay, also warten wir einfach ab und bleiben einfach mal gechillt. Ich bin noch positiver gestimmt als wie eigentlich noch nie zuvor, wenn ich mir das Ganze über den Tellerrand ansehe. Von Herzen der Wunsch, werde Zeit, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video, Freunde. Ciao.